Moin Leute und herzlich willkommen heute hier mal von draußen, aber nur für den Start des Videos. Keine Angst, wir machen jetzt hier keine Outdoor-Session, dafür ist es auch mittlerweile viel zu kalt. Wir gehen gleich rein in die Halle, werden hier erstmal starten, denn es geht heute um Smart-Home-Produkte bei uns in der Halle. Wir haben seit dem letzten Video sehr viel gemacht, sehr viel geupdatet, Sachen, die uns nicht gefallen haben, rausgeworfen. Und ich glaube, da wollen wir euch heute einfach mal ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, was wir da so getrieben haben. So, ich habe ja gerade schon versprochen, es geht draußen los und zwar mit der Netatmo Presence. Das ist hier unsere Überwachungskamera bzw. auch unser Licht für die Aufwand hier, denn hier ist es nachts immer stockdunkel wie normal nachts. Ja. Aber wenn es dann mal zu diesem unwahrscheinlichen Fall kommt, dass es nachts tatsächlich dunkel ist, dann spielt die Kamera ihren größten Vorteil aus. Das ist, dass sie drei Geräte in einem kombiniert. Sie ist einmal natürlich die klassische Überwachungskamera, sie hat aber auch einen Bewegungssensor eingebaut und eben ein Flutlicht. Ich kann euch das hier mal einschalten. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsfeature an der Kamera, denn dadurch wird die ganze Auffahrt erhellt, sodass man hier nachts wirklich noch alles entspannt erkennen kann. Und die Kamera kann dabei auch erkennen, was für Objekte sich eben hier bewegen. Man möchte ja nun mal keine Dauerbeleuchtung haben. Das Licht soll nur dann angehen, wenn man es auch braucht. So kann man in der App einstellen, dass es dann angehen soll, wenn ein Fahrzeug vorbeifährt oder wenn eine Person vorbeiläuft. Aber man kann eben auch ausschließen, dass das passiert, wenn hier einfach eine Katze entlang streunt. Kommen wir jetzt aber mal rein. Ey, es ist echt scheiße kalt draußen geworden. Und hier drinnen, muss ich zugeben, haben wir ein kleines Smart Home Tabu begangen. Denn Leute, die Sache ist die, wir haben im Innenraum eine Außenkamera angebaut. Und zwar eben nochmal die Netatmo Presence. Die ist hier oben. Aber die berechtigte Frage ist jetzt natürlich, was soll der Bums? Ich meine, die Witterungsbeständigkeit der Außenkamera nutzen wir hier überhaupt nicht aus. Nichtsdestotrotz hat sie einige Features, die wir hier auch in der Halle sehr gut nutzen können. Und zwar ist das einmal wieder der Bewegungsmelder. Den wollten wir halt hier nutzen in Kombination mit der Kamera, dass man zum Beispiel sagen kann, hey, wir sind jetzt unterwegs, die Kamera ist auf scharf gestellt und immer, wenn sich hier irgendwas bewegt, also jemand kommt rein, ein Einbrecher oder sonst was passiert, dass man dann eben eine Aufnahme davon hat und gleichzeitig kann dann auch direkt das Flutlicht mit angehen, ohne dass man hier eine riesige Verkettung von if this, when that mit der Hallenbeleuchtung und so weiter anstellen muss. Das kann die Kamera einfach in sich machen und das Flutlicht ist auch stark genug, um im Dunkeln die ganze Halle ordentlich auszuleuchten, zumindest insofern, dass man erkennen kann, was sich da für einen Verbrecher in welcher Ecke irgendwo herumtreibt. Und jetzt mal unabhängig von diesem ganzen Einbruchsthema nutzen wir die Presence auch dafür, einfach nachts sicher den Weg zur Toilette zu finden. Denn wir müssen hier eine Treppe runterlaufen, dann ins Bad rein und normalerweise mussten wir dann immer die komplette Eskalation an Licht hier anmachen. Wir haben ja diese ganzen gleichgeschalteten Leuchtstoffröhren an der Decke und das ist nachts dann doch ein bisschen viel. Deswegen ist es hier auch einfach mal schön, so ein Flutlicht mit Bewegungsmelder dafür nutzen zu können. Was uns bei der Wahl der Netatmo Presence noch sehr wichtig war, ist, dass einfach keine fortlaufenden Kosten entstehen. Das ist nämlich bei vielen Konkurrenten so, dass man da irgendwie so ein Cloud-Abo oder ähnliches abschließen muss. Bei der Netatmo Presence kann man einfach auf die SD-Karte aufnehmen, die auch schon im Lieferumfang enthalten ist und einfach in die Kamera eingesteckt wird. Aber man kann eben auch über die IP-Adresse einfach an sein NAS übertragen. Und das war für uns einfach das Killer-Feature schlechthin. Ihr kennt ja unser NAS-System, das haben wir, glaube ich, schon mal gezeigt. Wir haben hier einen 8-Bay NAS von Synology stehen, wo wir tatsächlich auch schon einiges an Terabyte eingepflegt haben. Und das konnten wir einfach gemeinsam miteinander koppeln. Und jetzt zeichnet die Überwachungskamera einfach immer aufs NAS auf. Und ich habe es so eingestellt, dass nach 30 Tagen dann wieder alles gelöscht wird. Und wenn irgendwas passieren sollte, kann man einfach aufs NAS zugreifen und dann dort sich das Ganze anschauen. Leute, ich glaube, wir kommen jetzt zu meinem absoluten Lieblingsthema. Deswegen nehmen wir mal diesen Stuhl und schieben ihn an einen ganz besonderen Ort. Und zwar neben diesen Mülleimer. Ich habe echt lange überlegt, ne? Smart Home ist ja so ein Begriff, das ist relativ dehnbar. Aber ob man das jetzt als Smart Home Gerät betiteln kann, wagen wir mal zu bezweifeln. Ich will ihn euch einfach mal vorstellen, weil dieser Mülleimer hat tatsächlich eine abgespacete Technik verbaut. Man kann hier einfach dieses Modul herausdrehen und dann abnehmen.
Und da drin steckt tatsächlich die komplette Intelligenz von diesem Mülleimer. Denn was dieses Modul eigentlich macht, ist Aktivsauerstoff in das Innere des Mülleimers zu leiten. Und dieser ja neutralisiert alle Gerüche im Inneren. Und das ist halt wirklich eine Sache, gerade wenn man irgendwie Windeln wechseln muss, Katzenstreu entsorgen muss oder auch einfach generell sehr empfindlich ist, was Müllgeruch angeht, ist so ein Mülleimer halt wirklich Gold wert. Das Ganze funktioniert über Strom. Das heißt, wir haben hier einen Micro-USB-Anschluss. Auf jeden Fall hält der Akku hier eine Woche ungefähr oder man kann es auch einfach mit einem Kabel dauerhaft am Strom angeschlossen halten. Prinzipiell also wirklich eine geile Sache. Der einzige Knackpunkt ist leider wirklich der Preis. Er kostet nämlich, glaube ich, so ungefähr 250 Euro, was extrem viel für einen Mülleimer ist. Also das kann man wirklich einfach in keinster Weise schönreden. Und dementsprechend lohnt sich so ein Mülleimer nur dann, wenn man wirklich ein großes Problem mit Windeln oder Geruch hat. Aber dann ist er halt auch wirklich sehr effizient und verursacht auch keine Folgekosten. Also hier muss man nichts austauschen, keine Kartusche neu kaufen oder irgendwas. Man muss sich nur um den Strom kümmern und dann läuft der Mülleimer. Ich glaube, eins steht außer Frage. Wir lieben Smart Home über alles. Das merkt man auch wieder in jedem Video, das wir drehen. Es gibt aber, wie so oft im Leben, bei jeder Medaille eine Kehrseite. Und bei Smart Home ist das, glaube ich, definitiv dieses ganze Bridges-Thema. Die Netzwerktechnik einfach, die hinter dem Smart Home-System sich oft verbirgt. Wir haben bei uns so einen ganzen Netzwerkschrank voll mit Bridges, alles irgendwie verkabelt. Das ist einfach nicht schön. Und deswegen fand ich es sehr spannend, als die Telekom auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, testet doch mal Magenta Smart Home. Und dieses System soll eben genau das Problem angehen. Wir haben nämlich hier mit der neuen Homebase 2 eine Station, die viele verschiedene Funkstandards unterstützt. Und somit kann man über die Homebase 2 verschiedene Smart Home Systeme gemeinsam steuern. Und das kann man, glaube ich, bei uns in der Halle sogar tatsächlich sehr gut zeigen, denn wir haben viele Produkte, die damit kompatibel sind. Ich würde sagen, die zeigen wir euch jetzt mal. Nummer 1 ist unser Nuki-Türschloss hier. Dadurch können wir einfach mit unserem Smartphone ohne den Schlüssel hier in die Halle kommen. Es gibt auch noch so ein Keypad, haben wir euch aber auch schon in dem letzten Video gezeigt. Deswegen geht's weiter mit Nummer 2. Und das strahlt mich jetzt auch schon in der Dämmerung an. Ich rede natürlich hier von unserer Netatmo Presense, die wir gerade schon gezeigt haben, ist ebenfalls kompatibel. Auch Homematic IP ist kompatibel und somit unsere smarten Heizkörperthermostate. Puh, 22 Grad ist, glaube ich, ein bisschen heiß. Ne? Machen wir mal hier runter. 21 Grad sollte besser sein. Auch für ausreichend Licht ist gesorgt, denn unsere gesamten Leuchtstoffröhren sind mit der Homebase kompatibel. Und das funktioniert hier über den Sicherungskasten. Aber auch hier die gesamte Wohnwand ist kompatibel. Also nicht die Wohnwand, sondern die Tintleuchten, die wir hier eingebaut haben. Aber auch die Leuchten hier in unserem Werkstattbereich sind kompatibel. Das sind Philips Hue Birnen, aber ich muss auch sagen, Philips Hue ist so gefühlt mit allem kompatibel. Aber trotzdem cool, dass es dabei ist. Und auch unsere Rauchmelder sind mit der Base verbunden, also safety first. Wie das Ganze jetzt aber in der Magenta Smart Home App aussieht, seht ihr gerade neben mir eingeblendet. Wir haben hier einmal einen generellen Homescreen, sage ich mal, mein Zuhause. Hier hat man einmal eine Übersicht oben, wo man zum Beispiel sehen kann, hey, die Temperatur im Badezimmer ist gerade bei kalten 18,2 Grad. Dann müssen wir, glaube ich, mal die Heizung anstellen. Oder ansonsten habe ich hier auch eine Übersicht erstellt über meine Lichter, die man hier so ein- und ausschalten kann. Das ist auch ganz nett. Und wir haben natürlich auch noch eine komplette Liste an den Geräten. Hier zum Beispiel sehen wir unter Auffahrt unsere Kamera mit Paddys Auto oder man kann natürlich auch die Halle sich anschauen. Man hat hier alles Mögliche an Geräten eingestellt und wir können natürlich auch noch mal im Geräte-Tab alles noch mal einzeln betrachten oder hier eben auch neue Geräte hinzufügen. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön gemacht. Ich finde das Interface überraschend gelungen. Also muss ich ehrlich sagen, es gibt noch den Tab Nachrichten und hier mehr, wo man noch Szenen und Regeln einstellen kann, die auch ganz praktisch sind, wenn man das Ganze automatisieren möchte. Insgesamt auf jeden Fall eine runde Sache, die ich weiterempfehlen kann. Deswegen vielen Dank an Telekom für die Unterstützung. Ach ja, Leute, was gibt es Schöneres, als sich einfach mal auf den Teppich zu setzen und sich eine schöne Tasse Kaffee zu brauen? Natürlich auch noch in unserer neuen smarten Kaffeemaschine. Okay, so gut war der Joke jetzt auch nicht. Aber es ist eine Absaugstation, die so ein bisschen aussieht wie eine Kaffeemaschine. Die gehört zum IQVEX D-Bot T
8 dazu, den kann man hier einfach mit hereinstellen und er würde halt hier potenziell auch abgesaugt werden. Das funktioniert von unten und dementsprechend muss man diesen Staubsaugerroboter seltener entleeren oder eigentlich gar nicht mehr entleeren, weil man muss nur noch die Station entleeren. Ihr wisst aber auch, wir hatten so ein paar Probleme mit Staubsaugerrobotern hier bei uns in der Halle, weswegen wir uns hier dieses Pressegerät von Ecovacs zuschicken haben lassen, denn wir hatten schon einige hier im Test, zum Beispiel den Dyson 360 Heurist, der hat sich komplett aufgeschraubt hier, seht ihr an der Stelle oder an der Stelle. Und er hat auch eben nur ein Drittel der Halle geschafft, von der Fläche her zu saugen. Wir haben ungefähr, wenn man alle Möbel und alles abrechnet, hier unten auf der unteren Ebene 120 Quadratmeter. Und das hat der Dyson einfach nicht gepackt, bevor die Puste ausgegangen ist. Und das war ein bisschen schwach. Wir haben auch den Bosch Rockstar getestet. War auch nicht so das Wahrste für die Halle. Und man muss ehrlich sagen, der T8 hat es als erstes geschafft, die komplette Hallenfläche mit einer Akkuladung wirklich zuverlässig zu saugen. Saugkraft war wirklich gut. Ich würde sagen, besser als der Rockstar. Das Einzige, was man vielleicht noch Negatives dazu sagen kann, ist, dass Kabel nicht gut erkannt werden. Da verwickelt er sich gerne mal. Aber ansonsten haben wir noch eine Wischfunktion mit integriert. Die hat sogar eine Rüttelplatte. Man wird in der App mitgenommen, kann sich dort eine Karte erstellen lassen und so weiter und so fort. Also prinzipiell echt ein gutes Gerät und auch die Absaugstation gefällt uns ganz gut, denn wie schon bei dem Mülleimer erwähnt, haben wir es nicht so mit dem Müll rausbringen. Ach ja Leute, war das nicht ein schönes Smart Home Video? Ich muss sagen, da waren echt ein paar coole Sachen dabei. Natürlich einmal der Mülleimer, der vielleicht nicht zu Smart Home gehört, egal. Aber ich glaube, mein größtes Highlight war auf jeden Fall die Netatmo Presense Außenkamera, nennen wir sie jetzt mal, die aber auch bei uns innen hängt. Ich finde es super cool, dass man die mit dem NAS verbinden kann und auch generell hat die einfach ein sehr stylisches Aussehen. Hat mich begeistert. Ihr könnt ja auch mal euren Favoriten unten in die Kommentare schreiben. Gerne den Kanal abonnieren. Neben mir werden auch noch ein paar weitere Videos von uns eingeblendet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder, also haltet die Ohren steif. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.